Da oben. Hat sie dich gestunt? Nee. Ja, Garner hat... Ne, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Die hat irgend so einen komischen Strahl auf mich gehalten. Keine Ach, das Ahnung, Ding, ja, das war. Ist das ist mega böse. Da muss man echt aufpassen. Ja, das kannte ich bis jetzt auch noch gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ihre Ulti. Ich habe die bis jetzt noch nie irgendwen einsetzen sehen. Deswegen wusste ich ja nicht, dass sie so eine Attacke hat. Der stunt dich, tut dir Leben absaugen und stunt dich dann nochmal. Ja, ja. Deswegen, das war gerade etwas zu heftig for me. Too heavy for you. Only for you. Oh mein Gott, jawoll. Du bist ja irgendwo wetten. Ich gehe lieber wieder zurück. Mit Arcadis aus Gebüschen habe ich so meine Geschichte. Aha, das heißt also mit Arcadis in Gebüschen. Tja, das ist ja nichts Verwerfliches dran, ne? Das kann man schon mal machen, ne? Was macht Jax jetzt da oben, ey? Ist das jetzt hier Lane-Wandeling oder was? Komm, ich nehm deine Tipps, meine Lane. Ja, da bei mir kann ich genauso. Ja, Lux hat deine Lane irgendwie übernommen, ne? Autsch. Boah, krass, aber Schwein gehabt jetzt, ey. Ey, wäre ich jetzt nicht nach vorne gejumpt, dann Oh mein Gott! Oh, die Scheibenner geht mal übelst ab, ey. Besser als du auf jeden Fall. Das ist auch ein Bot. Die wird nicht von einem Typen wie mir gespielt, der sie zum ersten Mal spielt, sondern von... Die wurde ja programmiert, um solche Leute wie dich gleich von Anfang an fertig zu machen. Mein Gott, ey, die killen mich aber sowas von. Oh! Oh, das ist jetzt nicht gut. Da geht's aber gerade gut ab bei dir, hä? Ja. Ja. Und Morgana ist bei mir unten, oh, das gefällt mir. Morgana ist cool. Du bist wahrscheinlich gerade oben bei Garen, ja, war mir irgendwie klar. Oh, das ist mal, deine Verbindung ist wieder da, kann das sein? Jetzt ist sie wieder weg. Ja, jetzt, sie war gerade weg. Was ist das jetzt hier? Warum bin ich jetzt auf einmal so langsam gewesen? Ist ein Slow gewesen. Attacken, die habe ich noch nie bei irgendeinem anderen Typen gesehen, dass er die macht. Ich gehe gerade steil. Woo! Klar, hast du noch nie gegen Nasus? Hast du noch nie gegen Nasus gespielt? Echt nicht? Also gegen guten Nasus meine ich. Selten. Sehr, sehr selten. Was die Blöde. Ja, komm, verarsch mich mal. Jumpst du mir im Dschungel hinterher? Ich habe jetzt gerade auf die Bot-Lane die ganze Zeit geschaut. Hinterhältiges kleines Miststück, du. So, dann hatten sie mich im... Ich kann doch hier nicht meine Lane hier einfach sterben lassen. Ja, vor allen Dingen kriegt meine gar nichts hin. Ihr habt schon bei uns überall einen Tower gepusht und wir haben gerade eine Lane bei euch gepusht. Oh, die Lux! Ja, die Lux! Guck dir die Lux an! Es ist gut, ey, es ist gut.
Ach ja, ihr unseren Tower auch ist. Das will ich jetzt wissen, ey. Das will ich. Ah, Mist, da steht was im Weg. Nee, 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 nee. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, schade. Es wäre so schön gewesen jetzt. Du brauchst ja den Nasus nicht holen. Willst du wissen, dass mir den Nasus holen will? Ich wollte ich einfach nur mal eine kleine Shoppingtour machen. Das würde ich jetzt auch sagen. Würde ich jetzt wirklich sagen. So. Da hat die Shyrena jetzt keine Chance. Leute, was macht denn dein Garen bei uns im Tower? Das war doch übelst geil. Da steht dein Garen nicht wirklich irgendwie falsch rum, dass er bei uns im Tower steht und der Nase steht draußen und ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. So. Momentan sieht es wieder gut für uns aus. Oh shit. Ja, Morgana wird mega mächtig im Endgame. Da kannst du nicht einfach mal so reinjumpen mit Akali. Weil dann kriegst du erstmal 30 Stunts ab und dann geht's weiter. Ja, das ist mir gerade so aufgefallen. Das ist übelst geil. Das habe ich mit Jaco auch versucht. Da Morgana und Jaco haben dann, wenn so Level 18 Morgana war, so haben wir immer so One gegen One gemacht im Ende. Und es war echt schwer gegen Morgana im One gegen One mit Jaco zu gewinnen, obwohl Jaco so mächtig ist. So. Dabei, die da drauf gehauen hat. Ich muss mich hier echt mal ranhalten. 2, 3, 1. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich schon oh mein Gott gesagt? Oh mein Gott. Ich bin gestorben. Ich bitte deine Ulti drauf. Komm schon, nein, mach's nicht. Hör auf, tu nicht, tu's nicht. Du stirbst. Dummer Bot, du stirbst. Geh da weg. Ich hasse Bots, warum machen Bots... Oh, jetzt stirbst du. Oh, wie du stirbst. Aber wie sie nicht vernichtet haben einfach nur, ey. Das kam jetzt echt gut, ey. Das kam jetzt echt gut. Kam auf einmal ein Nasus um die Ecke. Komm schon! Nein! Schade. Ist das gut, ey? Ich stehe nur den Nasus anrennen und denk mir so, jetzt ist er dran. Ich sehe Nasus, denke mir nur so, oh, das brauchst du nicht. Renne schon weg und... Ja, in dem Moment, Stun, Slow... Und dann geht's los. Ich hab mein Team nämlich extra zusammengestellt. Dass nur Stuns und Slows drin sind. Guck mal, jeder von uns kann Stun oder ein Slow von meinem Team. Das ist mega nervig. Das habe ich in jedem Ranked Game hasse ich das, wenn nur Stunner und Slower drin sind. Das kotzt für mich irgendwann mega ab, wenn jeder das kann. Weil dann kommst du einfach, wenn du im Teamfight bist, du kommst nicht mehr weg, wenn du refliehen willst. Weil einfach jeder irgendwie auf dich drauf rennt. Guck hier, die Shyvana hier. Hat ja, auch meine Bots spielen mit, die meine Bots waren am Anfang, haben die richtig gut gespielt, aber mittlerweile spielen die ziemlich sinnlos für dich. Nice. Great work. Wie nennt sich das? Wenn man jemanden. Don't know what you mean. Na, I honor you, genau, I honor you. Ich weiß nicht, ob ich gegen Morgana, wenn sie alleine ist, eine Chance habe. Weiß nicht, aber deine Bot hat gerade keine Chance. Wobei, das ist... Wie gesagt, meine Bots spielen jetzt gerade irgendwie ein bisschen sinnlos.
Ja, weil die haben halt das gleiche Angriff, die haben das gleiche Angriffsding. Sie ganz egal wie stark oder schwach sie sind, sie haben immer dasselbe Angriffsverhalten. Und das wird dann halt dann mal zum Verhängnis. Vor allen Dingen Nasus wird im Endgame natürlich mega stark. Jo, das stimmt. Natürlich gehst du auf mich los, was auch sonst? Boah, hast du die Lux? Hat die Lux hat ein Ding gestealt! Ist das gut, ey! Oh mein Gott, also liebe Zuschauer, das Vier macht einfach mal mega Fun. Den stirbt zwar, glaube ich, bei der gesamte Top stirbt jetzt, ja, die sterben mit alle. Obwohl, den Jax kriegst du, glaube ich, nicht mehr, aber den Nasus kriegst du auf jeden Fall noch. Sollte ich kriegen. Du mit dem Anzünden immer, das ist die Härte. Okay, na, das ist down. Ich dachte jetzt, die zielten dir auch noch, ey, das wäre so lustig geworden. Ja, da hätte ich jetzt aber, da wäre ich jetzt aber an der Decke gegangen. Das ist gut, ey, weil du gehst da rein und auf einmal stealt die Lux mit ihrer Ulti wie im richtigen Spiel. Das Ding, ey, fand ich gerade mega nice. Ich hab jetzt auch echt gedacht, das ist wirklich wie, Oh! Jetzt geht auch dein Lux ab, ey, oder? Alter Schwede, 655. Gutes Bot Gaming. Du willst mir erzählen, deine Bots spielen schlecht? Ja, gerade eben, guck mal. Haben sie sinnlos gespielt. Garen, geh bloß nicht weiter mit drauf. Ist ja nicht so, dass sie hier ein bisschen Schaden macht. Ich überlege, ich habe gerade mal um Hilfe gebettelt gerade. Ich will mal gucken, ob das funktioniert bei Bots. Ja, ich glaube nicht. Hat irgendwie keinen Einfluss gerade gehabt. Die Morgane hat ihren Scheiß festhalten. Mein Gott, lass mich in Ruhe. Ich hätte sie jetzt fast gehabt. Boah, hast gesehen, ey. Wie ich gegen vier Leute versucht habe zu kämpfen und jämmerlich gescheitert bin. Logischerweise. Aber man muss es ja mal ausprobieren. Ob man schon overpowered ist. Aber, naja. Naja. Halt nicht, ne. Ich will auch die ganze Zeit so Sätze raushauen wie spielt doch safe oder sowas, aber das bringt dir nichts. Du kannst dich mal in den Chat reinschreiben. Ja. Die spielen halt wie sie spielen, ne? Kann sich auch nicht wirklich aufregen, weil ich meine. Die können ja nichts dafür! Ist einfach mega lustig gerade. Da kommt Akali angerannt, da kommt Jax hinterher. Kann nicht sein, kann echt nicht sein jetzt. Das fand ich jetzt ganz schön dreist von der Lux. Zum Glück ist der Jax jetzt weggerannt. Zum Glück. Lalalalalala. Ich glaube, Jax hätte mich jetzt echt noch gekillt. Gott, Alter, was hat das denn jetzt? Nasus, renn! Renn um dein kleines, mickriges Leben! Auch wenn du groß und kräftig bist, aber renn um dein kleines, mickriges Leben. Und jetzt, bam, 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 bam! Das war's! Oh, Alter, deine Miss Fortune! Deine Miss Fortune, die hat Dings drinne! Oh mein Gott! Und der Jake... die hat Guardian Angel drin gehabt gerade. Jetzt natürlich nicht mehr, aber...
Hör mal, wie die Chefin am Tower bei mir rumrennt, das ist so gut. Das macht manchmal echt Spaß, den Leuten zuzusehen, den Bots zuzusehen. Wie sie irgendwie im Tower rumrennen und denken, ja, ich könnte noch was reißen. Und dann irgendwann... Ich vergesse jedes Mal, dass ich mein Guntech Hexblade habe. Oh mein Gott, Morgana, Morgana, Morgana. Stirb jetzt bitte nicht. Oh bitte, stirb jetzt bitte nicht. Shit. Das ist halt eben auch das Dumme, dass die Bots dann immer genau dann wegrennen, wenn du sie eigentlich am dringendsten bräuchten bist. Ne, Garen? Sag mal, Penner. Hab ich jetzt nicht gesagt. Nee, hast du natürlich nicht. Weißt du, Leona und Jax hätten wir beide locker gekillt jetzt. Okay, Leona vielleicht nicht ganz so locker, aber Jax hätte ich jetzt schon schön holen können. Wenn natürlich Leona und Jax auf mich drauf gehen, dann wird das Ganze nichts mehr. Tja, so ist das Leben. Hart und saftig. Ach nee, das war nicht das Leben. Egal, lassen wir das. Frank, da hast du jetzt was verwechselt. Geringer Verwechslungsfaktor. Hallo, nette Ute du. Gut, das war's für den ersten. Go, das war's für den zweiten. Das war's für Akali. Oh mein Gott. Keine Chance. Ist es gut? Ja, erst wollte ich dich holen. Ja, ja, ist mir schon. Du hast kaum noch Leben. Ist mir schon klar, dass du mich gerade holen wolltest. Du bist zu weit weg. Dann habe ich mir gedacht, holst du dir Jax? Da war er auch weg auf einmal. Dann auch nicht mehr. Drei, sechs, zwei, okay. Müssen wir echt mal zusammenbeißen hier. Wie sieht Dennis aus? 14, 8, 5, ja, das geht ja. Ich bin hier gerade voll am losen. Boah, stirb doch! In dem Ding drinne ist es geil. Oh, ich glaube, jetzt haben wir verloren, ey. Sieht auf jeden Fall alles andere als gut für euch aus. Haben wir uns so gut geschlagen am Anfang. Ja, da ist der Kali. Die kleine Potsau. Boah, alter Schwede, ey. Na, jetzt macht er aber ja ein paar Kills, ne? Kriegst du denn das noch? Ne, will ich jetzt nicht. Ne, das ist zu weit weg, kannst vergessen. So, okay. Ja gut, dann bin ich halt back, ne? Hol ich mir halt mehr Items. Warum auch nicht? Was kann man sich denn holen? So schönes, boah, feines. Oh, schön fein und saftig. Wenn du verstehst, was ich meine. Saftig. Ja, ihr habt halt jetzt gerade zwei Tower und den Next und den Inhibitor verloren, ne? Das war mega böse für euch. Ja, das ist jetzt Bot Gaming like a Noob, was die da gerade veranstalten. Warum habe ich denn jetzt keinen Jump mehr? Das gibt's gar nicht. Das geht doch. Oh mein Gott, ey, oh mein Gott. Renn um dein Leben! Mach doch nicht sowas! Nein, warum tust du's? Jetzt komm doch mal her hier. Boah. Ist eine Ulti versemmelt. Ja, aber volle gerne. Ich krieg sie nicht mehr! Kann ich dahin! Stirb doch! Shit, wo kommt denn das? Ist das gut? Nein. Ist das gut? Oh mein Gott, ist das gut! Ey, und das da hat das Nasus! Oh mein Gott! Ey, das war ja jetzt mal wirklich vom Feinsten gegängt. Aber richtig geil gemacht, ey. Oh mein Gott, Hilfe, ich brauche Hilfe. Guck mal, jetzt ein Garen. So, ein bisschen Leben für alle. Leben für alle. So muss das sein. Ich
Sache ist hier gelaufen. Ja, die Sache ist wirklich gelaufen. Ja, schön, wie die Bots immer vor und zurück. Jo, liebe Zuschauer, nach anfänglichen Feeden von mir ging es dann doch recht gut ab. Nachdem ich der Akali da ein paar Mal in die Sache gefutscht habe und die Leona sich... guck mal, die tanzen da neben dir. Die tanzen da. Aber auf einen Haufen. Ja, nachdem dann halt ich der Akali mehrmals den Kill versaut habe an Leona und dann selbst die Toppen ein bisschen aufgepusht habe, ging es dann vorwärts mit mir. Und ja, im Endeffekt haben wir es dann gerissen. Über eine seltsame Lane, normalerweise macht man es über die Mitte, aber warum auch nicht, ne? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, uns fällt wieder so was Lustiges ein demnächst. Müssen wir mal drüber nachdenken. Jo, auf jeden Fall. Gut, okay. Gut. Ciao. Bis dann.